Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei Let's Play World of Warships dabei seid mit einem Live-Gameplay und zwar auch noch einem Road to Tier 10 mit der Nürnberg. Tendenziell wird es wahrscheinlich die letzte Folge damit sein, sofern es gut läuft. Danach, in der nächsten Ausgabe Road to Tier 10, geht es dann auch schon mit der York weiter natürlich. So, wir sind hier Top-Tier. 6er, 5er, 4er Gefecht. Gegner hat ganz schön viele Zerstörer, auf die muss man auf jeden Fall aufpassen. Und ansonsten werde ich mich einfach so ein bisschen versuchen, hinterhalb zu halten und einfach so ein bisschen zu wirken. Der Kreuzer, beziehungsweise der Zerstörer, der soll da mal seine Aufgabe tun und einfach mal ein bisschen was spotten. Wir haben ja mit der Reichweite kein Problem, da kommen wir ja unglaublich weit. Da haben wir schon die Kirov. Die schon man schon schießen kann. Aber die ersten gehen weit dahinter. Ich glaube, wir gehen mal lieber auf die Königsberg. Die Distanz ist natürlich für alle allgemein schwer zu treffen. Aber da haben wir zwar schon die ersten Hits ins Ziel gebracht, aber eben ohne Damage anzustellen, leider. Und die Islayaf. So, die Karlsruhe und die New Mexico dürften langsam auch aufwachen. Also allmählich werden die gebraucht. Königsberg steht jetzt hinter Halb. Auf die Distanz einfach mit dieser unglaublich langen Flugzeit ist es einfach alles nicht so leicht. Aber ich will noch nicht in den Close Combat gehen. So, wir laden mal HE durch. Vielleicht kriegen wir da ja da endlich mal einen Schaden. Ja. Und HE, auch wenn die HE-Kanone der Deutschen nicht so gut sind, aber für Zerstörer immer noch ideal. Bewegt sich auch schlecht, muss man sagen. Also Glück für uns. Zerstört ist der schon mal. Oh, Mutsuki. Deutlich näher nochmal. Jetzt muss ich da aber auf die New York aufpassen. Die Königsberg steht da auch eher defensiv. So, ich hoffe jetzt mal, dass hier so ein paar Leute jetzt mal da nachfahren in die Richtung Minekase. Der ein Glück. Aber wir sehen, die ganzen Zerstörer sind hier eher auf unserer Seite.
Also so gesehen ist eher die meisten Gegner auf unserer Seite. Die Kirov fährt zwar gerade weg, dann hier die beiden Zerstörer, die Königsberg da und natürlich die New York im Hintertreffen. So, da habe ich die mal getroffen. Torpedos voraus. Und jetzt Torpedos da auf dem Weg zu mir, da dreh ich dementsprechend ab. New Mexico hat es auch nicht getroffen. Ah, sind eh schon disappeared. Komm schon, Mutsuki, dreh so, bleib so und Treffer. Nein! Oh Gott! Wie kann denn der nicht treffen? Alter Schlawiner. So, jetzt hat sich die Königsberg auch wieder für mich interessiert. Trifft er sehr gut, muss man ihr lassen. Oh, 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 oh. Ja, also sie hat hier kein Problem damit, Schaden an mir in dem Winkel zu machen. Nicht schlecht. Und das für einen Fünfer, muss man mal ganz klar sagen, spielt gut. Aber jetzt kriegt sie ein bisschen Damage mal endlich zurück. Hat auch da sonst keinen Gegner mehr neben sich, vor sich. Also ist da recht alleine auf der hohen See. Königsberg hat ja auch eine ziemlich genau gleiche Reichweite wie wir haben. Aber er hat echt ein Talent dafür, genauso zu fahren, dass meine Schüsse eben nicht ankommen. Wirklich, das ist auch noch so knapp. Das gibt's alles nicht. Komm bitte, fahr dich fest. Unglaublich einfach. Die New Mexico, die wird da vorne gerade aus dem Spiel befördert, leider. Und dann fahre ich auch nicht mehr hier weiter. Das ist dann doch, bin ich leider, ein zu einfaches Ziel. Noch ist ja alles drin. 6 zu 7. Nur unsere Bow könnte endlich mal den gegnerischen CV wegmachen, weil ja eh schon lange offen war, klar, wo er ist. Ah. Alles nicht so schön. Ich habe leider auch nicht so gefühlt die Ziele gehabt, die ich gern gehabt hätte. Also, so ein bisschen schöner, breitfliegender und sonstiges und breitfahrender
alles viel zu weit weg, viel zu schwer zu treffen und ich wurde auch aber dafür schon sehr gut getroffen. Gut, der erste ging noch in die Binsen. Ah Gott, die schießt doch eh so bauchig. Na endlich, die ersten, die drüber fliegen. Jetzt mal auf die Fuso. Aber die fährt leider in einem Winkel. Der ist mir. Ich probiere noch einmal eine AP. Salve aus und wenn es da nicht klappt, muss ich leider auf HE wechseln, auf die sehr ungeliebte HE-Munition bei den Deutschen. Naja, aber man sieht, der Damage, der ist marginal. Und jetzt bin ich auch hier ziemlich alleine gegen die Fuso. Weil die Feral Gut, die ist da ganz schön weit weg. Oh, Gott sei Dank. Nicht so stark getroffen, wie er es gern gehabt hätte. Auch nochmal hier. Das gleiche Spielchen. Und ihr seht schon, also bis da der Schaden reinkommt, das dauert ewig. Also wenn ich den in der Geschwindigkeit weiter bearbeiten darf, muss, ja, dann bin ich irgendwann raus. Und das ist leider auch passiert. Da hat mein Team einfach nicht so gut gespielt. Auch hier, ich weiß nicht warum, die Feral Gut 15 Kilometer von der New York, 12 Kilometer von der Fuse entfernt ist. Der Mutterfucher. Aber wie gesagt, das war die letzte Folge und mir langt's auch von der New York, muss ich sagen. Also die ist so weich einfach. Die letzte Folge von der New York, von der Nürnberg. Und die nächsten Folgen werdet ihr dann mit der York sehen. Jetzt werden wir uns aber die Niederlage noch anschauen, weil der Gegner hat's verdient, hier zelebriert zu werden. Die Bogue ist natürlich da jetzt am Hadern, aber wie gesagt, konnte auch den gegnerischen CV nicht rausnehmen. Hat einfach nicht gut gespielt. Und die Königsberg hat jetzt ihren Spaß. So, die Feral Gut hat drüben noch 76 Hitpoints und ist auch zerstört. So, damit, wie gesagt, letzte Folge Nürnberg, nächste Folge York. Tut mir leid, wenn die letzte Folge hier mit der Nürnberg nicht so die prickelndste war, aber ich bin immer noch auf dem zweiten Platz. Das sagt wohl alles. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.